Der Fuchs. Der Rotfuchs, auch Reiniger genannt, ist wohl unser bekanntestes Raubtier. Er ist für seine Cleverness bekannt und so hat es dieser hundeartige kleine Räuber geschafft, sich neben Wald und Feld auch die Städte zu erobern. Er ist ein sogenannter Kulturfolger und extrem anpassungsfähig. So hat er gelernt, dass die Nähe des Menschen, wenn man sich schlau anstellt, leichte Nahrung in Form von Abfällen, Hausgeflüge und Ähnlichem bedeutet. Sein natürlicher Lebensraum sind Wald, Felder und Brachen oder Ödland. Hier jagt er meist in der Dämmerung und lebt in unterirdischen Bauten. Sein ursprüngliches Nahrungsspektrum umfasst Kleinsäuger, Jungwild und Gelege und wird gelegentlich durch Insekten und Früchte erweitert. Bei der Nahrungssuche helfen ihm sein hervorragender Geruchs- und Gehörsinn. Füchse sind Einzelgänger und haben oft feste Routen in ihrem Revier, die sie ablaufen bzw. schnüren. Die Paarungszeit ist im Januar, Februar und wird auch Ranz genannt. Nach 51 bis 54 Tagen wirft die Fee im März, April ein sogenanntes Gehäck von 1 bis 10 Welpen in einen geschützten Bau. Hier werden sie 4 bis 5 Wochen gesäugt, bevor sie die erste feste Nahrung zu sich nehmen. Ab der 5. Woche verlassen die Welpen den Bau und fangen an, der Fee auf kurze Ausflüge zu folgen. Mit ca. 4 Monaten, also im Juli, August, lösen sich die Welpen vom Familienverband und fangen an, eigene Reviere zu suchen, auch in urbanem Gelände. Gerade seine Nähe zu Menschen sorgt für manche Komplikationen. Neben seiner bekannten Rolle als Hühner- und Gänsedieb ist der Fuchs auch Überträger zahlreicher Krankheiten und Parasiten. Neben der zum Glück weitestgehend eingedämmten Tollwut sind es vor allem Räude und Storpe, die in erster Linie für Haustiere gefährlich werden können. Für die Menschen stellt vor allem der Fuchsbandwurm eine Gefahr dar, welcher beispielsweise durch den Verzehr von verunreinigten Früchten aufgenommen werden kann.